Nein! Selina, ruf den Krankenwagen! Sven, ich zieh deine Hose noch. Ja. So, bitteschön. Sven. Ja. Sven, ja. Deine Hose. Oh. Gut. Warum okay, ziehst ich bin du sofort mir die wieder Hose da. Aus? Hallo, Bernd. Ja, Bernd. Komm mal hier hoch schnell. Wie hier hoch? Ich kann mir das ja nicht geben mit eurem Geist-Scheiß hier. Ich weiß nicht, ob ihr so viel. Keine Ahnung. Komm doch mal hier hoch. Wir haben jetzt 3 Menschenopfer hier oben. Nee, tut mir leid. Ich mach da euer Kindergarten. Wenn wir gleich zum Casino gehen, dann komm ich. Bis gleich. Nein, das Casino geht mir heute mal am Arsch vorbei. Ja? Ja, aber ich bin jetzt leid. Kindergarten nicht an mit euch. Ja, was für ein Geist denn bitte? Du hast ihn doch gehört. Sag mal. Ja, reden wir bitte nicht drüber, okay? Ach Mann, wer fliegt denn da? Och nein. Da ist doch der Geist, Mann, Geist, ich höre ihn Geist, doch. Die beiden glauben nicht an dich. Das war ein Windzug, Junge. Nein, das war kein Windzug. Heli jetzt hier, mach Geist, Heli jetzt hier Sturzflug. Warte mal, sitzt ein Bauarbeiter drin. Da sitzt ein Bauarbeiter. Hallo! Aua, was machen Sie im Helikopter? Landen Sie sofort den Helikopter! Hallo! Landen Sie den... Sag mal, Sie, geben Sie den Helikopter zurück! Geben Sie sofort den Helikopter... Sag mal! Geist, bitte. Den Helikopter sofort zurück! Ich glaube, wir sollten gehen. Das ist einfach schlecht. Ey, ich glaube, es ist der Zeitpunkt, Bernd, wo wir schon irgendwas geschlagen. Was? Ey, Bernd, es ist wirklich geschlagen. Okay, aber du kannst uns bitte hier losmachen. Ey, Bernd, ja. Bernd Jeron, mach jetzt geschlagen. Mach mich ab jetzt. Hier mach mich ist ab, nicht, Jeron, hier ist nichts. Bernd, Jeron glaubt einfach nicht daran. Okay, vielleicht der zieht Geist ihr euch alle bis auf die Unterhose aus. Zeigen. Der Geist Och, wird nee. Zeigen. Warte, so, die Hose weg. Einfach die Hose ein Ungläubiger. Weg. Sven und deine Hose ist. Dein Shirt ist auch. Ist der Geist auch super wert oder was? Warum ist der so notgeil? Sven, dein Shirt ist weg. Ja. Okay. Hörst du mich, Geist? Hörst du mich, Geist? Lebt bei dir, Jeron, ehrlich. Ne, Geist verwirrt. Großer Hammer. Geist, hörst du mich? Okay, großer Geist, wir haben dir 3 Menschenopfer gebracht. Reicht das als Tribut? Hör auf, ihn nachzuäffen. Ich äff ihm nicht nach. Jeron, halt den Mund jetzt. Geist! Nein! Selina, ruf den Krankenwagen! Geist, bitte, lass mich runter, okay? Mördermann Manuel, ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast. Nein! Mördermann, Manuel, lass mich bloß runter! Manuel, bitte, wir können über alles reden, okay? Bitte! Nein! Verdammte Scheiße! Da ist es! Was? So was nennt man Karma. An Karma glaube ich, aber an Geister nicht. Bernd? Da liegst du jetzt, Bernd. Das hast du davon, wenn du deine eigenen Mitarbeiter verkaufst, du Arschloch! Bernd, du hast mich verkauft. Okay. Selina, mach mal die Fesseln weg. Jetzt ist okay. Ein Opfer haben wir jetzt hier gebracht, bitte. Schnell, hol Hilfe. Er hat mich auch gerettet. Das nennt man Karma. Ja. Wir kriegen das hin. Ja. Und was macht der hier? Haben wir irgendeine Liege? Hallo? Haben wir irgendeine Liege da drin? Oh, am besten nicht so, dass Warum machen sehen. Die da jetzt Yoga? Ja, schnell, lass hinten irgendwo reingehen. Lass in ein Behandlungszimmer. Was passiert hier? Warum machen die jetzt Yoga? Alter, es ist wirklich... Da sind irgendwelche Randoms, die Yoga machen. So, lass irgendeinen Behandlungsraum nehmen. Nein, das ist... Nein, bist du... Oh... Hier. Was ist passiert? Ja? Nix. Was ist denn passiert? Wie, was ist passiert? Ich will kurz kacken, was ist los? Bernd? Schnell, leg ihn hin. Was ist denn passiert hier mit Bernd? Der Geist hat ihn hochgeschmissen, wirklich. Wer hat ihn hochgeschmissen? Der Geist. Sag mal, bist du jetzt auch komplett bekloppt geworden in deinem Kopf oder was? Was ist Ich Bitte, leg ihn schnell hin. Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, zum Krankenwagen. Selina, was machst du denn? Bleib mal stehen, was ist los mit dir? Nein, wir haben selber ein Set. Wie, wir haben... Nein, Sieh dir mal erstmal was an, was willst du hier rum, wie so ein ekelhaft? Sieh dir mal was an, sie wie ein FKK-Stand oder was Geh mal weg hier. Au! Ist ja ekelhaft. Geh mal weg jetzt, das ist voll sexuelle Belästigung. Schaut mal hier, was hier passiert ist mit dem Bernd. Ich will ihm doch helfen. Dann sieh dir mal was an. Ja, dann geh doch mal weg hier. Er hat doch mir die Sachen weggenommen. Was, Selina, ist das denn ernst? Was denn? Das ist ja echt ekelhaft. Kannst du das mal lassen hier? Das gehört sich nicht, ja? Was soll das? Was soll das denn jetzt? Ihr hört doch mal auf zu furzen hier die ganze Zeit und zu rübsen. Ich glaube, das kommt aus deiner Klimaanlage oder so. Ja, das kommt aus meiner Klimaanlage, genau. Ja, wirklich. Wir müssen uns echt beeilen. Hi, Sie müssen einfach mit uns kommen. Warst du nicht sogar noch dabei? Hallo, wir brauchen die dringende Hilfe. Wieso, bitte komm. Ja, ich seh's doch. So, einmal strecken. Okay. Herr Gebauer? Ja, Herr Wolters? Ja. Ich grüße Sie erstmal, ne? Ja. Guten Tag.
Was ist passiert? Ja, ich bin von einem Gespenst hochgehoben worden. Mhm. Und es hat mich mehrere Meter in die Luft befördert und dann bin ich runtergefallen. Der Herr mit blauen Haaren, also Rezo wird sie jetzt behandeln, ne? Der kann neben Zerstörung auch gut Behandlungen machen. Deshalb, ja. Mein rechter Knöchel ist, Rezo, schau mal, da, der ist dick. Ja, wir gehen mal ganz kurz zum Röntgen, dann kann ich es mir besser anschauen. Ich glaube, der ist nur verstaucht, da müsst du eine Salbe drauf. Ich bin selber Arzt, ich kann das ganz gut. Ich kann ihn ja bewegen, wie du siehst. Siehst du, das geht alles. Sehr gut, ja. Sehr gut, ja. Alles kein Problem. Danke, Rezo. Ey, ich fand das mit der CDU echt cool, Mann. Ja. Wie du die zerstört hast. Ja, bald kommt Teil 2. Alter, ich freue mich so drauf. Kannst du vielleicht mal den neuen Freund meiner Ex-Freundin zerstören? Ach, ja. Schon in Arbeit. Danke. Alles gut? Rezo behandelt mich gerade, alles gut. Jetzt wird erstmal der Fuß zerstört. Dankeschön, Alter. Der zerstört nicht nur die CDU. Dankeschön, Rezo. Sollen wir irgendwie das PD informieren, aber wird bei einem Geist wahrscheinlich. Ja, was sollen wir denn machen? Ja, lass uns. Hey, Ayo, wollen wir den Geist vielleicht anzeigen? Glaubst du mir jetzt endlich oder was, hä? Du ignorantes Arsch. Ich bin dafür. Ich wusste doch nicht, dass das ein Geist ist. Jerome, du hast doch selber gesehen. Du wächst auf dem Boden. Da oben spukt's und wir müssen das Haus anzünden. Wir brauchen Molotow-Cocktails. Was? Wir brauchen nicht mehr. Was für Molotow-Cocktails? Wir können doch nicht unsere Praxis anzünden. Rezo, du bist doch linksradikal. Kommst du Molotow-Cocktails ran? Müsste ich schauen. Rezo, pass auf. Du warst doch auf dem G20-Gipfel und hast da bestimmt Steine geworfen. Wir brauchen Molotow-Cocktails, Rezo, okay? Nicht nur Steine. Was hast du noch geworfen, Rezo? Kinder. Ist das Rezo? Das ist Rezo. CDU-Zerstörer und G20-Anstifter. Ja, das bin ich. Wem kommt das denn? Okay, Rezo, dann bring uns 20 Molotow-Cocktails, okay? Muss ich schauen, ob ich welche an welche rankomme. Okay, alles klar. Mach sonst weiter so mit der CDU. Danke, danke, ja. Geiles ich. Ding. Ja, was ist denn hier los? Habe ich Jugendtreff aufgemacht im Gretchen House oder was ist los? Ja? Weg da, geht mal alle weg. Du dummes Sau! Hör mal bitte, ja. Ganz kurz, ja? Warten Sie mal ganz kurz. Jungs, warum lasst ihr denn? Was für dich eigentlich nicht zu schlagen? Was, ich bin selber ruhig, du Hund. Ich bin am Telefonieren, habe ich gesagt. Oh, Entschuldigung. Mann, nicht in Ruhe. Ich bring dir mal kurz ins Krankenhaus, ja? Warum hat der denn jetzt umgehauen? Ja, nimm ihn mal mit, ja. Achtung, ich habe einen Notfall. Da sind Sie nicht die Einzige. Ja, aber ich bin Bernd Wolters und ich gehöre zum Krankenhausteam, also habe ich Vorrang. Kommen Sie schnell mit, bitte. Der Mann ist gerade brutal von einem maskierten Killer niedergestreckt worden. Der ist sofort abgehauen. Ruhig. Nein, ich bin hier. Ich bin sein Bruder. Ich bin Familie. Sie bleiben draußen. Ich bin Familie. Ich bin Familie. Raus. Herr Wolters, raus, bitte ganz kurz, ja? Ich bin Familie. Raus. Raus. So, ich taser. Also wie gesagt, der Mann hat draußen eine über den Dötz bekommen. Über den Dötz von einem maskierten Mörder. Der ist weggelaufen. Maskierten Mörder? Maskiert. Ich habe keine Personenbeschreibung. Komplett schwarz angezogen. Ich weiß nicht, wer das war. Also wann sieht das? Okay. Nein, was zum Teufel? Ich bin Psychologe. Was zum Teufel? Was erzählen Sie hier? Das war eine Witz. Verstehen Sie keine Ironie, Herr Wolters. Entspannen Sie sich. Herr Wolters, kommen Sie mal kurz bitte raus. Ja, was denn? Also, ich habe eigentlich eine gute Personenbeschreibung, ne? Ja. Warte, kommen Sie mal mit. Ja. Also, Sie müssen sich vorstellen, ich habe eine ziemlich gute Personenbeschreibung. Ja. Ne? Was geben Sie mir, dass ich meinen Mund zumache? Ajo? Bernd, da oben ist die Polizei in der Praxis. Wir müssen ganz schnell nach oben zur Polizei. Okay, weil hier will einer Fitner machen, aber wir kommen. Wir müssen zur Praxis. Bitte. Okay, alles klar. Okay. Warum? Hallo, Neil, ich muss sofort los. Was denn? Bleiben Sie mal hier. Hallo, Herr Wolters. Hier, das ist unser Mann, Scheiße. Tschüss. Herr Wolters, mein Bester. Ich fahr den Wagen. Ja, dann fahr den Wagen. Weg da. Also, Herr Wolters, hier wird nicht fahren. Wer ist das denn? Raus mit dir. Wird aus dem Auto raus. Selina, steig zu. Jo. Wir müssen Ghostbusters rufen. Die Ghostbade? Die Ghostbade. Ja, die gibt's auch, ja. Die Geisterbastarde. Mal spinnst du? Die Geisterbastarde ruft man nur, wenn es wirklich ernst ist. Ja, die saugen die dann ein. So, mit so Dingern da. Mit diesen. Du möchtest, dass dem Geist einer gesaugt wird, ja? Nee, auf sowas stehe ich nicht. Aber vielleicht können wir deine Mutter da rufen, Jeron. Wow, warum gehst du direkt auf meine Mom? Entschuldigung. Was soll denn das? Hast recht, Jeron. War unnötig, ne? Entschuldigung an der Stelle. Kein Problem. Hätte nicht sein müssen, oder, Jeron? Nein, hätte nicht sein müssen. Nee, klar. Wieso unangenehm? Achtung. Es ist unangenehm, Bernd, weil du sagst, dass es unangenehm ist. So ist es ja, und du hörst dich echt scheiße an. Jetzt halt mal den Backen, ja? So, und wo ist jetzt hier die Polizei? Ja. Moin, wow, der am Kaffee trinken. Es sieht nach einem Notfall aus. Oh. Hallo? Schönen guten Tag, Officer. Was ist hier das Problem? Nee, ich warte auf den Herrn Olike. Warum? Also, es ist kein großes Problem. Es gab nur eine Beschwerde von einem der MD-Mitarbeiter, der von der 03, vom Herrn Gebauer, dass jemand ihn wohl aus einer Behandlung gerissen hat. Und ich muss jetzt seine Sache dazu wissen, warum er verhaftet wurde, weil das nicht bekannt ist. Ob er irgendwelche Schäden davon hat, weil das MD weiß es selbst nicht. Und was nach dem Rausziehen aus der Behandlung passiert ist. Wer ist denn das? Wie heißt denn der Mann? Herr Olike.
Ecke. Nein, der andere. Wie, Herr Gebauer. Herr Gebauer, 03. So, gut, den Urban. Ja. Kommen Sie ruhig mal mit. Ach so. Darf ich ja, können, gehen, können den Herrn auch runterlassen, ja, alles gut. Das ist kurz unserem Service. Nein, alles gut, das müssen Sie nicht machen. Während ich ruhig rüber in den Stuhlkreis, okay? Ist das in Ordnung für Sie? Ja, hallo, Ben. Nein, ist okay. Ben, du solltest nicht jeden immer auf deine Schulter nehmen, das ist nicht so gut. Aber ich einfach so. Nutze ihre Informationen, ich kann auch laufen, also finde ich nee, alles gut, aber ich möchte ja für unsere staatstreuen Kunden möchte ich natürlich auch nur das Beste. Aber ich habe kein Trauma, das müssen Sie wissen. Alles gut, so, dann reden wir über das Trauma. Ich habe kein Trauma. Soll ich Sie auch zu Ihrem Sitzplatz tragen? Nein, klar. Nein. Ich möchte nur Herrn Kollegen fragen, das kann doch nicht so ein Problem sein. So, und Jeron, du gehst mal raus jetzt hier, bitte. Hä, wieso denn? Und Sven auch raus jetzt, bitte beide jetzt hier, ja? Ich muss jetzt hier Chefsachen machen. Ach so. Einen Kaffee vielleicht, die beiden Herren? Wir haben gerade einen. Ihre Mitarbeiter haben es sehr nett. Herr Oleg hat leider Durchfall. Ja. Okay. So, guten Abend erstmal, die Herrschaften, ja? Herr Oleg, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wenn ach, deswegen, Sie okay sind wegen mir hier. Okay. Ja, ja, natürlich. Vor ein paar Tagen wurden Sie wohl wegen einer Straftat ins MD eingeliefert und ein Officer hat Sie wohl, während Sie dort behandelt wurden, aus der Behandlung gezogen und Sie dann festgenommen. Können Sie sich an diese Situation erinnern? Wissen Sie, wovon ich rede? Nee. Was ist denn da vorher passiert? Dazu sind mir keine Informationen gegeben, deswegen muss ich Sie jetzt fragen. Das MD hat nämlich keine Ahnung. Sie wurden nur eingeliefert, bewusstlos. Sie waren wieder bei Bewusstsein. Es mussten aber noch weitere Tests gemacht werden. Irgendein PD-Officer hat sie direkt festgenommen, obwohl die Untersuchungen noch nicht fertig waren. Ach so, ja. Können Sie sich daran erinnern? An ja, die, der Herr, die Dings war das. Der Herr, wie heißt der nochmal? Die PD-99 war das. Genau. Super, danke. Wir wollen. Wie laut kann diese Maschine denn sein? Sebastian, wir wollen keinen Kaffee! Haben Sie das gleich mal wert? Ich hätte aber gerne einen Kaffee, es tut mir leid. Ja, dann gehen Sie draußen auf den Kaffeeautomaten. Der ist leider kaputt, ich bin sofort fertig, ja? Wie ist der ist kaputt? Ich hab doch gerade schon. Ja, Kaffee gezogen. Leider hat da jemand ganz viel Obst. Nur noch einmal die Bohne. Och, ey, bitte. Hilfe. Also ganz kurz, ja, also das war der Herr Mario Salami, der hat mich zu dem Zeitpunkt entführt gehabt. Und, Herr Mario Salami. Genau, Mario Salami heißt der. Ja, gehen da mal vom Fenster weg, alles PD. Das ist mir eh so viel, dass hier überhaupt auch so 40 Leute dann hier auf dem Gelände die ganze Zeit rumäffen. Ja, tut mir leid, anscheinend. Ich werde hier Selbstschussanlagen morgen installieren und jeder, der hier reinkommt, der wird einfach abgeknallt. Nein, was machen wir nicht, da ein bisschen drüber gesprochen. Aber Sie sind ja, doch... Ja, es reicht doch langsam. Ganz kurz, Sie sind doch beide, es ist doch ein super gemeinsinniger Ort und wie Sie wissen, haben hier wohl einige im Start einen Knall, wenn hier so viele kommen. Also Sie helfen ihnen nur. Wissen Sie, was danach mit Ihnen passiert ist, wie viele Hafteinheiten Sie bekommen haben und überhaupt welches Verbrechen Sie anscheinend begangen haben? Sag mal ehrlich, bist du dumm oder bist du dumm? Sag mal. Nee, ich bin nicht dumm. Ich habe gesagt, ich wurde als Geisel genommen vom Herr Mario Salami. Und ja, du fragst mich jetzt gerade, was ich für eine Strafe bekommen habe. Weil ich die Geisel war, soll ich jetzt eine Strafe bekommen haben? Oder wie? Laut unserem Aktensystem sollen Sie eine Haftstrafe danach oder bekommen? Oder ein Aktensystem. Keiner von euch kann richtig Akte führen, da in dem Schmutzleiden, in diesem Saftleiden da. Nee, verstehst du das? Du ja, ich werde langsam Bild geben. Was soll das? Herr Oleke, bitte. Herr Oleke, ich muss das auch nicht mit Sie führen, aber wenn Sie wollen, dass diese Leute, die... Soll ich ihm eine reinhauen? Nein. Ganz kurz, ich muss kurz um meinen Mitarbeiter draußen kümmern. Ja. Schauen Sie einfach. Ja. Bitte, 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 machen Sie mal hier Mitarbeiter. Bitte, Ben, mach es einfach. Bitte, du es einfach. Endlich habe ich dich... Nein, warte. Ich wollte mit dir reden. Wo Bernd, du wurdest gerade von einem Geist hochgeworfen und danach... lass mich... Dämlicher Idiot, stell dich doch nicht ans Fenster, wenn die Bullen da sind, Mann. Bernd, bitte lass mich nicht hier stehen. Bernd! Der Mitarbeiter steht das da vorne, der stellt sich da jetzt hin und passt am 8, auf. Am 28.09. ist das passiert. Sven? Ja? Soll ich jemand mit dem Helikopterblade den Kopf abschneiden? Bernd, ich bin Familie, warum guck mal, was für Eier ich hab. Die Bullen sind hier und ich schieß dir einfach... Wolters! Du telefonierst mit deinem Kaffee. Wir haben uns am MD gesprochen. Ja? Woher haben Sie meine Nummer? Was mit Ihren Kollegen? Was mit meinem Kollegen? Willst du mir auf den Sack gehen oder was? Gib Geld. Wer bist du? Wer bist du, dass du mich anrufst und nach Geld forderst? Hä? Ich bin... Hä? Wer bist du? Es ist mir scheißegal, wer du bist. Du bist eine... bist du für mich? Ruf mich doch einmal an! Ruf mich doch einmal an! Und ich werde dich unter den Erde befördern! Ich bin am Arbeit! Lass mich in Ruhe! Wer bist du? Wer bist du? Wer du bist, habe ich gefragt! Ich bin Rico. Rico, geht dem Arsch vorbei! Komm hier hoch, Rico! Und fordere das Geld ein, wenn du willst! Komm hier hin! Komm hier hin! Komm hier hin, Mann! Okay? Komm hier hoch, Rico, und wir reden, okay? Bist du verrückt oder bist du verrückt? Wenn Rico gleich kommt, stichst du ihn ab. Ja. Du, wer bist du? Sag mal, du, wenn du die Leiter bist, dann kein Wunder, dass Los Santos untergeht. Kein Wunder, dass die ganze Polizei untergeht. Ja,
Haben Sie es gleich. Warten Sie mal ganz. Durchfall vom Kaffee. Ja, ist klar. Also ganz kurz, Herr Wolters, können Sie Herrn, Ihren Mitarbeiter bitte mal vielleicht irgendwie eintrichtern, was wir hier machen? Ich glaube, er hat das noch nicht verstanden. Herr Oleke ist doch nicht mal Mitarbeiter. Nicht? Nein, Herr Oleke ist ebenso Leiter dieser Psychiatrie so wie ich. Ach so, wir sind gleichgestellte Kollegen. Das wusste ich nicht. Schauen Sie mal vorne auf das Schild, da sind unsere Gesichter drauf. Ich hab mir das, Ihre Gesichter habe ich noch nie auf einem Plakat gesehen. Also, der Herr Oleke hat seitdem schweres Arschwasser und schweren Gedächtnisverlust. Wir fordern $100,000. Das wird nicht so einfach möglich sein, aber Sie können... Sie sind doch hier zum Helfen. $100,000 und dem Mann ist geholfen. Sehen Sie, wir müssen die Officer zur Rechenschaft ziehen. Wir sind nicht die Stadt. Ich weiß doch aber nicht, welcher Officer das war. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ganz kurz, die Officer, die wissen wir. Wir müssen nur den Tathergang verfolgen. Ja, also, jetzt sag's Ihnen, wie es ist. Der Herr Oleke war da und die haben den nicht fertig behandelt. Die haben den direkt rausgenommen. Und der Oleke hat dem Angstzustände, Arschwasser und ganz, ganz schlimmen Gedächtnisverlust. Genau. So, und richtig. Die Officer haben ihn einfach da rausgerissen, ohne das zu Ende zu behandeln. Wäre er zu Ende behandelt gewesen, wäre das nicht passiert. So, und jetzt brauchen wir $100,000 für die Behandlungskosten. Kann ich Ihnen jetzt so nicht geben. Alles klar, kein Problem. Guck mal, da vorne ist die Tür. Kannst du da rausgehen? Selina, mach dir mal die Tür auf. Warte ganz kurz. Das, was ich Ihnen definitiv versprechen kann, ist sehr wahrscheinlich, dass der Officer eine Kündigung bekommt, aber mehr weiß ich nicht. Die Kündigung und den linken Fuß des Officers und $100,000. Den linken Fuß des Officers kann ich Ihnen definitiv nicht geben. Ich weiß nicht, ob Sie hier Patient sind oder ob Sie hier wirklich arbeiten. Das ist mir gerade. Ich mach doch nur Spaß. Wir möchten doch nur das Schmerzensgeld, mehr nicht. Ja, was wir rein theoretisch verfügen könnten, ist, dass der Officer das Schmerzensgeld bezahlt. Das könnten wir auch verfügen, aber das werden wir dann sehen. Ich habe Ihre beiden Telefonnummern, fragen Sie nicht woher. Ich rufe Sie dann morgen an. Ajo, warte mal. Ajo? Ja, das ist zu viel hier wieder. Ich kenne das alles nicht mehr. Hör mal auf, wir haben ein kleines Problem. Warte, bis die Bullen weg sind. Schönen Abend noch. Du hast eben vor dem MD, hast du einen mit einem Schraubenzieher kaputtgeschlagen. Ja. Und der Kollege von dem, hat mich jetzt gerade angerufen und will Fitner machen. Was hat der denn gesagt? Er hat gesagt, hallo, hier ist Rico. Dann habe ich gesagt, Rico wer? Und dann meinte Rico so und so. Ich so, Rico Fotze. Rico who? Genau who? Der. Und jetzt will der hier hochkommen und sich das Geld von dir holen, damit der nichts sagt. Und ich habe gesagt, klar, der kann hier hochkommen. Und ich würde sagen, wir schneiden den in einem Pool auseinander. Ist gar kein Problem. Der Rico soll gerne hochkommen. Ich schaue den auch noch gerne die Fresse. Dann rufe ich den mal ganz kurz an, ja? Der soll, wenn der will, kann der auch seine ganze Familie mitbringen. Ich lasse die auch so durch hier. Ist kein Problem. Alles klar. Rico, moin. Wann bist du da? Bitte? Wann bist du da, Rico? Ja, wer ist denn da? Ach, scheiß drauf, verwählt. Wie viel Geld wollen die haben? Wie viel Geld die wollen haben? Frag mal kurz nach. Besetzt? Ich glaube, der kommt nicht alleine. Der ist gerade am Telefonieren. Ist nicht schlimm? Mhm. Hört das Handy die ganze Zeit draußen und ein Dispatch immer bereit, wenn die gleich da sind. Immer das Handy draußen, den Dispatch bereit, hält den immer kurz vorm Absenden, dass du nur einen Knopf drücken musst. Ah, jetzt. Rico. Guten Tag. Hallo, ist da Rico? Nein. Ach, scheiß drauf. Mann, wieso? Wir haben 10.000 Leute angerufen. Was für ein Rotz. Ich kann hier gar nicht mehr sehen, wer Rico ist und wer nicht. Soll ich einen Kaffee haben? Ja, was ist das für ein Kaffee? Milchkaffee. Mm. Du hast nichts Besonderes gesagt, deswegen. Triple Choc Doppelcock, so wie du magst. Ja, ist okay. Ist okay, ne? Kann man machen. Danke dir. Ja, musst du. Was bin ich hier gelandet? Was passiert denn da? Ja, wirklich. Du gibst ja den ganzen Ort in. Ach du Scheiße. Wie siehst du eigentlich aus? Sag mal, was ist das? Der hat sich einen Anzug geholt fürs Casino. Du hast doch gesagt, ich soll einen Anzug tragen und. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Yeah? Aber was ist mit deinem Rücken passiert? Sag mal. Ja, die Anzug ist sehr eng. Ja, alles klar. Gut. Ja, nicht viel. Wir müssen jetzt ein paar Sachen klären. Kommen die jetzt? Also, der meldet sich nicht. Mann. Alles klar, dann scheißen wir auf ihn. So, dann gehe ich jetzt das Casino aufmachen. Nehmt eure Jacke mit, wenn ihr rausgeht. Ihr so, alle raus hier, ja? Bezahlt, hey, bezahlt haben sie doch schon, oder? Nee, wir wurden nicht bezahlt. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Hey, was für tschüss? Komm mal her. Hä? Ihr redet am Telefon, warte doch.